known universe, we have tens, perhaps hundreds of tens of explorers turning over rocks, documenting the local fauna, and uploading vast amounts of data for the Kindred science team. That's what I'm talking about! We assume a failure and or death rate of 15% across our various endeavors. So the fact that you're alive and receiving this message brings a warm glow to the hearts of the entire Kindred team. Bingo! We've got a winner! We would also like to take a moment to highlight Puff Puff Pasta 79. Not only has he stayed alive, but he's contracted this. Wow. Now, it may look painful, but this could hold the secret to curing some illnesses which continue to haunt our species, such as herpes simplex or rogue limb. So, good luck to you, Puff Puff Pasta 79. But enough chit-chat. Our analysis of which planets offer the best potential future home for humanity continues, and we have you to thank for it. Keep exploring! Ja, erkunden Sie weiter und genau das werden wir auch tun. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Journey to the Savage Planet und ich bin wie immer nicht alleine. Hallo, guten Tag. Weißt du, ich so voller Euphorie, hallo, kommt dann von dir. Okay, gut, ja. Seriös wirkt. Ah, okay, alles klar. Ja, wieder einmal haben wir mit einem schönen Spot hier von unserer Firma gestartet, die komplett seriös ist, diese Firma. Absolut, richtig, ja. Geil, also ich vertraue dieser Firma auch bis zum geht nicht mehr. Ist auch die viertbeste Firma, also in Sachen, naja, also anders viertbeste. Egal wo drin, sie ist einfach viertbeste. Genau. Ist schon fast die Eins. Genau. Ja, gut. So, und wir haben auch eine neue Nachricht. Seien Sie noch heute schuldenfrei. Oh, warte mal, hatten wir von Schulden nicht schon mal was? Wir haben doch einen Haufen Schulden, ich erinnere mich doch irgendwie. Ja, genau. Ah, dann wollen wir die Nachricht doch mal lesen. Fangen wir mal die Runde heute ein bisschen gemütlicher an. Haben Sie mit den Herausforderungen des Alltags zu kämpfen? Gehören Sie zu den 100 von Millionen Erdenbürgern, die von der Last der immensen Schulden erdrückt werden und verzweifelt auf eine Chance hoffen, die dringend benötigt, finanzielle Hilfe zu erhalten? CorpTech-Technologie kann Ihnen helfen. Indem Sie CorpTech-Technologie, einem stolzen Mitglied der Globoverse-Gruppe, einfach das volle rechtliche Eigentum an Ihren Gehirn gewähren. Können Sie Ihre bestehenden Schulden sofort um die Hälfte reduzieren, vor allem nur um die Hälfte. Mit dieser risikofreien Vereinbarung gewährt Ihnen Corbo Techno Jollies, was weiß ich, wie es ausgesprochen wird, großzügig die weitere Nutzung Ihres Gehirns für den Rest Ihres Lebens, bis Sie einen Mediziner, bis ein Mediziner Sie endgültig für tot erklärt. Wow, vor allem ja großzügig kannst du dein Gehirn bis zum Ende des Lebens noch weiter benutzen. Na, oh, schön, toll. Also, worauf warten Sie? Antworten Sie auf diese E-Mail, dann wird sich ein Mitarbeiter bei Ihnen melden. Haftungsausschluss: Der Mediziner, der für die Feststellung Ihres Todes ausgewählt wird, wird nach Ermessen von Medicor, einem stolzen Mitglied der Globoverse-Gruppe, ausgewählt. Sie erklären sich damit einverstanden, Globofilm, einem stolzen Mitglied der Globoverse-Gruppe, alle Film- und Fernsehrechte im Zusammenhang mit Ihren Gedanken, Gefühlen, Ideen und Träumen zu übertragen. Also, auf Deutsch gesagt, mach das, denn werden dir nur die Hälfte deiner Schulden erlassen und morgen wirst du von irgendeinem seriösen Mediziner als tot erklärt. Hey, genau. Doll. Und dann vor allen Dingen bist du tot und bist wahrscheinlich immer noch nicht schuldenfrei. Wahrscheinlich nicht, ne. Das ist echt deprimierend. Ey, immer wenn ich das so lese, ne, mich erinnert diese ganze Szenerie so ein bisschen an, Idiocrazy, an diesen Film. Nur mit dem Unterschied, dass die Marketingstrategie hier trotzdem noch sehr schlau ist, während sie in Idiocrazy ja alle sehr dumm geworden sind. Ja, absolut. So, und jetzt Alienforschung blinkt. Oh, Übertragungsfragment. Da erinnere ich mich gerade wieder hier, wo doch diese komische Typ diesen Intelligenztest macht. Da kam doch diese eine Frage, Sie haben einen 10-Liter-Eimer und einen 12-Liter-Eimer. Wie viel Eimer haben Sie? Bei dem Film? Ja, bei dem Film oder irgendwie sowas. Und das Antwort ist dann 2 und andere überlegen nur, wie viel Liter Wasser habe ich denn jetzt? Aber das heißt, wie viel Eimer habe ich? 2. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Irgendwie sowas, ja, das ist irgendwie noch so, irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Da bringe ich auch wieder was durcheinander, kann auch sein. Ja, ist ja möglich, ne? Ich kann mich halt, nur weil ich mich nicht dran erinnern kann, heißt es ja nicht, dass es nicht drin war. So, und bei Alienforschung haben wir auch ein Video drin. Wenn du es dir mit angucken willst, ich klicke das jetzt an.
Alles klar. Sag jetzt. Jetzt. Das war's? Toll. Übertragungsfragment steht da ja auch. Sehr gut, ich muss das vor Schreck nochmal anmachen. Gut, dann lohnt sich das wahrscheinlich erst, sich das anzugucken, wenn es halt... Ja, wenn wir alles haben halt. Ja, wahrscheinlich. So. In unserer Abwesenheit hat Wollinger schon das Seilfragment ausgebaut, ne? Nö, ich habe unser Seil verbessert. Genau dasselbe habe ich doch auch gerade gesagt. Nein, das ist ausgebaut gesagt. Na, ausgebaut bedeutet doch ausgebaut, es wurde von dem Bestehenden nochmal weiter ausgebaut, also verbessert. Ja, wenn du von Ausbauen redest, denke ich immer wieder, ja, ich habe da irgendwie so ein Maschinenteil rausgemontiert und habe das jetzt hier, ja, liegt jetzt hier rum und das brauchen wir eh nicht, weil wir kommen hier eh nicht weg. Ausgebaut halt. So, also ich wähle denn jetzt die Primär, wir haben sekundär eigentlich noch so viel zu tun, aber ich würde sagen, wir machen erstmal Hauptstory. Wir können im Nachhinein immer noch gucken, was wir machen wollen an Sekundärsachen. Und ich habe jetzt die Primärmission ausgewählt. Solltest du vielleicht auch, dann ist sie bei dir nämlich auch gelb. Nur mal so nebenbei. Meinst du? Ha, jetzt habe ich sie gegeben. Erkunde den Turm, meinst du? Ja. Und da müssen wir zu Pilze von Sinnet 7. Wir haben hier eins vergessen und bei Landeplatz haben wir auch irgendwie eins vergessen. Vielleicht sollten wir irgendwann mal ein bisschen die Gegend erkunden, wo wir schon waren, ohne Quests zu machen. Einfach mal so ohne aufzunehmen, wäre vielleicht eine Idee. Wo sollen wir denn hin? Na, die juckenden Felder und dann die Pilze von Sinnet. Da ist doch denn der lilane Punkt. Ah, ja, ich sehe schon. Nee, wir müssen ja zum gelben Punkt. Hä, warte, jetzt bin ich kurz... Ja doch, primär ist der gelbe Punkt. Was sind denn den aber... Turm, gelb. Ja, also müssen wir zu planetarisches Treibgut. Ja. Und ich sehe, du bist gerade bei den Pilzen von Sinnet schon. Ja, und wie man sieht, ich habe Echo wieder angemacht, weil wir festgestellt haben, Echo, wenn sie ganz still ist, ist halt auch Kacke. Irgendwas ist ja immer, ne? Schlimm. Jetzt sind wir wieder hier und hatten wir hier nicht schon mal das Problem, dass wir nicht wussten, wie wir hochkommen? Ey, und warte mal, bei den Pilzen von Dingsbumsgedöns, da waren wir doch auch hier drüber. Sicher? Ach, ich weiß das nicht mehr, alles schon so lange her. Wo bin ich denn gestorben? War das nicht hier genau an der Stelle? Na, ich habe hier irgendwo dein Zeugs aufgesammelt. Ja, das war doch da oben, auf diesem Podest oben drauf, so, ne? Das könnte vielleicht sein, ja. Ja, und dann ist doch eigentlich... Ey, pass auf, wir gehen zum Teleporter und wir gehen mal wirklich zu diesen Pilzelgedöns. Und dann gucken wir mal, wo uns der Quest-Dingens hinbringt. Nach unten. Kommst du? Ja. Oder hast du dich schon wieder verlaufen? Nö. Hä, warum bist denn du schon da oben? Weil ich mich hinteleportiert habe. Ach, du warst schneller als ich. So Mann, ey. So. Siehst du, und jetzt müssen wir nach unten. Ich glaube, nach unten geht einfacher als nach oben. Ach, was? Vielleicht. Ah, ich habe keine Ausdauer mehr. Nein, nicht angreifen. Nein, diese Insekten, die sind aggros hoch. Immer. Immer. Was machst du da? Ich habe das genau gesehen. Ich hab Silizium eingesammelt. Du Silizium-Einsammler. Ja, wir brauchen Silizium, glaube ich. Hab ich so gehört. Guck mal, wir sind ja auch gleich da. Was machst du denn? Was ist denn hier los? Krieg! Hier ist Krieg! Weil du einfach alles rumschmeißt. Quatsch. Nein, du bist das natürlich nicht, ne? Nein. Was? Ich meine, an sowas würde ich mich erinnern.
Das hast du auch nur von Karl geklaut. Aber Karl! Ja. Lustig, oder? Ja. Ein bisschen. Jo. Ein bisschen. Und hier kommen wir jetzt aber nicht weiter, weil hier hinten ist Schicht im Schacht. Na toll. Also war mein Gedanke falsch. Na toll. Na, wir müssen gucken, ob wir hier neben dem Berg so ein bisschen weiterkommen. Kommst du mit? Jo, unterwegs. Wow! Guck mal! Siehst du das da oben? Auf dem lila Pilz, da ist so ein Bobbel. Ja. Ich versuche da jetzt hinzukommen. Wah! Oh, ich werde sterben. Oh nein. Oh fuck, ich habe überlebt. Gerade so wahrscheinlich. Ja. Aber ich bin jetzt in der Nähe von dieser Bobbelblase. Von dieser Bobbelblase. Ach nö, ich... Nein! Ach komm schon! Kannst du mir helfen? Wieso, bist du tot? Ja. Warte, ich probier's. Ich weiß jetzt gar nicht, wo du bist. Ah! 11, 10, ich kann dir, glaube ich, nicht helfen. 9, ich komm mir nicht mehr hoch. 8, 7, du bist 6, sterben. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Oh! Oh nein. It wasn't very good. Das Ding ist halt, wahrscheinlich gibt es da auch einen sehr simplen Weg, um dahin zu kommen. Und wir denken nur zu kompliziert. Jetzt labert Echo zu wieder zu viel. Echo! Ich denke mal, vom planetarisches Treibgut müssen wir irgendwie dahin. Wo bist du jetzt? Ich habe hier versucht, dein Zeugs zu holen, aber... Ja, das ist irgendwo unten, ne? Nein! Oh, komm schon. Ist das jetzt mein Ernst? Keine Ahnung. Ah, jetzt hat mich wieder der Roboter gerettet. Yay! Ah, hier, ich hab's entdeckt. Was, mein Zeug? Ein Zeug, ja. Kohlenstoff und Silizium. Yay! Ja, weißt du, was das Lustige ist? Wären wir doch nur einmal in die andere Richtung gegangen. Und dann? Oh, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Ich hab... Oh pass je. Mal, pass mal auf, ich bin gleich bei dir. Und ich bin hier diesmal zu Fuß hingekommen. Ich komme! Sobald ich herausgefunden habe, wie ich da runterkomme. Wo bist du denn? Da ist der Teleporter, glaube ich. Oh oh. Oh oh, ich glaube, hier sind tausend Sachen, die mich nicht mögen. Hilfe! Wir werden alle sterben. Ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Warum ist der Teleporter rot? Da kommen wir nicht lang. Ah, du bist bei mir. Wow! Warum sind denn hier auf einmal alle so aggressiv? Ich habe keine Ahnung warum. Was ist das wieder? Oh nein! Kannst du mir helfen? Bitte! Dankeschön! Jetzt ist er tot. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Nein, du lebst. Lebe. Yay, hey, ich lebe. Lass uns mal in Richtung Teleporter hochgehen. Hier ist mir gerade zu viel Action.
Okay. Der greift mich auch an. Warum greift uns denn hier alles an? So, Jelly. Alter, wie viele Jellys sind denn hier? Bist du hochgelaufen? Nee, wo bist du denn? Hallo? Ich bin hier. Hier. Ich weiß nicht, wo hier ist. Ach, da. Hier. Guck auf die Karte. Es gibt keine Karte. Auf den Kompass, meine ich. Nein, was passiert? Was passiert? Was passiert? Oh mein Gott, hier ist so ein großer. Ich glaube, wir müssen die alle besiegen, damit wir den Teleporter frei bekommen. Ah, toll. Oh, oh. Ich bin weg. Oh, oh. Hilfe. Wenn ich sterbe, will ich an deiner Seite sein. Damit du mich gleich retten kannst. Wow! Hilfe! Ich sterbe! Nein, bist du nicht! Wahrscheinlich doch. Wow. Hast du dich gerettet? Gerade so nein, wahrscheinlich. Nein, du hast mich noch nicht gerettet. Wo bist du denn? Na, bei dem Vieh. Du hast das Vieh getötet und mich liegen lassen. Hm. Haben wir den Teleporter jetzt befreit? Ja, guck mal. Jetzt ist er frei. Krass. Oh. Erstmal chillen. Schön. Endlich. Ey, jetzt greift mich immer noch was an. Hier brauchst du noch Heilung. Da ist noch so eine Heilungspflanze. Ja, ich brauche nur Heilung. Was hat mich denn jetzt getötet? Hier ist noch dieser komische Koala. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist doch auch eine Ruine. Oh. Auf und davon. Sieht so aus. It looks like they're indicating that we need some kind of jump augmentation to progress. Ein Sprungautomaten brauchen, um voranzukommen. Hä? Okay, wollen wir jetzt hier hinten erstmal hoch? Ja, wäre vielleicht keine so schlechte Idee, nachdem ich wieder weiß, wo du den verfolgen jetzt weiter den gelben Punkt? Na, ja, genau. In der Hoffnung, dass uns der Pfad hier zu dem gelben Punkt führt. Ich muss mal ein bisschen was bei meinem Rennen umstellen. Wie bei dem Rennen? Das verstehe ich nicht. Na, wenn ich mich fortrenne. Ich habe hier nämlich, dass ich mich erst bewege, also, dass ich halt nur sprinte, wenn ich mich auch Dings, wenn ich gedrückt halte. Ach, gedrückt halte? Ja. Ja, ich muss es nur einmal antippen. Au, fuck. Ey, das passiert mir halt immer, ne? Was hast du gemacht? Ja, wieder eine Bombe geschmissen. Na toll. Okay, die Frage ist... irgendwas grün, siehst du das? Warum wirfst du mich runter? Wo leuchtet was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Südwestliche Richtung. Stimmt. Du hast daneben geschossen. Die Frage ist jetzt eh, wohin und weswegen und wie. Aber ich würde sagen, wir müssen hier weitergehen. Oder wollen wir uns das Grüne angucken? Ich wüsste jetzt nur nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ey. Wieso tust du das? Ich weiß es doch auch nicht. Schande über dich. Wollen wir uns das Grüne jetzt angucken oder nicht? Hier ist schon wieder so eine Hieroglyphenwand. Die uns halt sagt, so komisches Sprunglinks nach oben. Ja, haben wir überhaupt... Ne, wir haben ja so eine Glitches nicht.
Von den Glitchies? Wofür war die Scheiße eigentlich nochmal da? Ach, um die langsamer zu machen. Hä? Ah. Ich habe Schleim gegessen. Hier ist irgendwie ein Geheimnis. Ganz dann noch aus. Oh, guck mal, hier leuchtet irgendwas. Oh, hier kann man rein. Trauen wir uns hier rein? Da kann man rein. Och, fetz, fetz. Ich habe eine fette Nuss gefunden. Du hast eine fette Nuss gefunden? Oh, Donner. Fette Nüsse. Geh da ans Loch. So. Die Nuss ist gelöst. Die Nuss ist im leuchtenden Loch. Hey, hier sind ja ganz viele Nüsse. Große alte Nuss. Wow! Was hast du gemacht? Ich versuche gerade die Nuss in dieses Loch zu schmeißen, wo diese Säure rauskommt. Keine Ahnung, ob das was bringt. Doch, guck mal, hier sind so ganz viele so eine Säurelöcher. Vielleicht müssen wir die Nüsse da reinkriegen. Wenn du drüber nachdenkst, dann gibt das Sinn. Vielleicht. Vielleicht. Hier sind auch noch zwei Nüsse. So, das ist jetzt auch gestopft. Und jetzt noch eine Nuss hier rein. Schieb die Nuss, schieb die Nuss, schieb die Nuss da rein ins Loch. Nüsse! Bitch. Au. Geh da rein. Ja, sie fällt, sie fällt. Und jetzt? Und diese Kristalle können wir ja auch nicht lösen. Große alte Klumpen. Oder vielleicht müssten wir die Nüsse hier in diese leuchtenden Dinger machen. Säure gelöst. Weil guck mal, hier ist. Ja, diese Säurebobbel, damit kriegt man die auf. Wo sind denn hier Säure? Aber guck mal, hier gibt es doch auch die Löcher, da sind die Nüsse so angestrahlt. Vielleicht müssen wir die Nüsse genau in die Löcher bekommen. Hm, meinst du? Aua. Was hast du da getan? Ich bin fast gestorben. Eine Bombe in meine Hand explodieren lassen. Na toll, die musst du nach 5 Sekunden wegschmeißen. Ja, ich dachte, ich kann das irgendwie abblocken, weil ich nicht schon wieder Munition verbrauchen wollte. Okay, diese Nuss wird jetzt angestrahlt. Geh da rein, du Nuss, du. Fehlt jetzt irgendwo noch so ein Leuchtedingens? Ich bin gerade am gucken, eigentlich nicht. Okay, es ist also nicht der Schleim. Also der Schleim. Es ist aber auch nicht das Leuchten. Ich raff's nicht ganz. Komischer, aber hier liegt ja auch noch eine einzelne Nuss.
Ich nehme an, weil wir das hier erst noch wegschmelzen müssen, um wirklich alle Leuchtenden zu finden. Weil guck mal, einige Nüsse werden wirklich angeleuchtet, andere wiederum nicht. Hm, das kann natürlich sein, ja. Ich glaube, hier drin passiert einfach noch nichts, weil wir noch nicht dieses Bobble-Zeug tragen können, dieses... Weil wir diesen komischen Handschuh brauchen. Für den Gelee-Scheiß, ja. Ja, und wie kommen wir jetzt wieder zu unserer nächsten Aufgabe? Mann, ist das anstrengend. Hm, gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Na, ich laufe jetzt in die Richtung. Nee, warte mal, von hier kamen wir doch, oder? 80, 70, ich nähere mich. Das Goldene, meinst du? Ja, ich bin schon da, wir müssen aber irgendwie hochkommen. Aber wie kommen wir denn da hoch? Hier hoch. Also hier, wo wir eigentlich schon mal waren. Mann, nein! Nee, hier kommen wir ja aber auch nicht weiter. Ach Mann, wir sind einfach zu dumm. Wir sind zu dumm für dieses Spiel. Manchmal glaube ich das auch, ja. Oder wir müssen halt wirklich doch Sekundäraufgaben machen. Hm. Auch möglich. Obwohl, hier geht's ja auch noch weiter. Ich habe einen Höhleneingang gefunden. Yeah. Hier kommen wir hoch mit, aua. Ich weiß nicht, ob wir hier wirklich weiterkommen. Ja, na gut. Ich würde aber auch sagen, bevor wir jetzt erstmal hier wieder wie dumm weitersuchen, werden wir es einfach wieder so machen, dass wir uns ein bisschen umgucken und dann in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Beziehungsweise dann am besten schon wissen, wie es weitergeht. Aber guck mal, man kommt hier auch hoch. Wahrscheinlich ist das das Rätsel-Lösung. Ja doch, und dann hier über die Pilze weiter. Guck mal, komm mal her. Was? Guck mal, man kommt hier hoch. Drehst du dich mal bitte? Stopp! Hä? Siehst du mich? Oh, ja. Und dann glaube ich vielleicht hier über die Pilze weiter. Ja. Ah, obwohl... Doch, dann geht's ja hier hoch. Och, warte kurz. Ich habe da eine Bombe rangeschickt. Immer dasselbe mit mir. Ja, wir müssen über die Pilze weiter. Juhu, wir haben den Weg gefunden. Hm, wollten wir dann erstmal nicht die Folge beenden? Jetzt will ich kurz gucken, ob wir vielleicht einen Dings finden. Guck mal, hier ist noch einer. Ach, da oben bist du schon. Ja. Ja, komm, lass uns dann doch mal noch kurz gucken. Weil ein Teleporter wäre halt ganz geil. Weil du weißt doch, wenn wir ausmachen, dann starten wir halt wieder an der... Hey, your friend is dying. Ich bin tot. Ja, hat mir Echo gerade gesagt. Dein Freund ist gestorben. Weil so ein komisches Dingsbums-Vieh ist. Los, weiter! Wir müssen gucken, ob wir einen Teleporter finden. Sonst müssen wir halt den ganzen Weg, wenn wir dann neu starten, wieder. Nee, das ist keine Option. Und ja, denke ich auch, aber wenn ich schon wieder sehe, was hier jetzt abgeht. Oh. Hier, aufsprengen! Warte, ich hab schon. Musst du mir doch sagen! Hab ich doch gran! Aufsprengen und nicht so, ich stehe hier noch und ja. Entschuldigung. Das ist unakzeptabel. Es tut mir doch leid. Ich habe doch Entschuldigung gesagt. Zu spät. Mann, du alte Schmolli-Wolli. Schmolli-Wolli, der gleich eine. Du Analyse-Klüse.
Nee. Nee. Ja, wir sind doch im Kreis gegangen. Ich habe leider echt keinen Plan. Na, da unten ist ja dann der Teleporter, bei dem waren wir ja aber schon. Hm. Ja, na gut, dann beenden wir jetzt die Folge. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde. Ich glaube, das reicht. Und dann gucken wir beim nächsten Mal, wo es lang geht. Gucken wir uns vorher schon so ein bisschen um und dann... Ja. Aber hier ja. Doch, guck mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Du hast eine Idee? Ja, komm mal hier mit rüber. Mit deiner Zimt- und Zuckermischung, oder wie? Ja, vielleicht. So, jetzt da raufspringen. Und da raufspringen, aha. Vielleicht geht's ja hier weiter. Nö, hier waren wir auch schon. Hm. Also das ist hier dann auch beim anderen Teleporter. Also wir drehen uns hier gerade im Kreis. Nun gut, wir kriegen aber schon raus, was wir machen müssen. Vielleicht brauchen wir wirklich, vielleicht müssen wir mal Augen aufhalten, dass wir hier so eine Sprungdinger finden. Weil die Hieroglyphen haben uns die ganze Zeit gesagt, dass wir mit irgendwas mit dem Springen weiterkommen. Und vielleicht müssen wir doch einfach nur so einen Rotz finden, mit dem wir dann springen können. Hm. Oder was? Wäre eine Idee, ja. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. So, Leute, auf jeden Fall. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen guten Tag oder eine gute Nacht oder was auch immer ihr sonst noch so macht. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr nichts verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Ihr könnt auch gerne auf dem Wandelbar-Kanal vorbeigucken. Da gibt es immer ein paar Livestreams. Die sind auch immer ganz lustig. Ja, und ansonsten, wie gesagt, schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen.